Wir saßen fest in einem Dekontaminationsraum. Du hast die Chemikalie freigesetzt. 6115. Das Virus, das den Ausbruch in Singapur verursacht hat. Und ich hatte genug, um ganz Zürich zu vernichten. Du hast mehrere Eindämmungsstörungen und Durchbrüche verursacht. Ich habe auf das System zugegriffen, um die Schäden einzuschätzen. Und Kane hat wie vorhergesehen reagiert. Sie hat sich geopfert. Der Raum war voller 6115. Und die Systemsteuerung mittendrin. Moment. Nein, es gab ein Problem. Was hattest du getan? Du hast gelogen. Sie ausgetrickst. Es gab keinen Durchbruch. Sie hat sich umsonst geopfert. Ich habe dich von ihr befreit. Sie konnte sich nicht mehr einmischen. Die Dosis hätte sie nicht mal verwandelt, sondern direkt umgebracht. Ich werde eure Spezies niemals verstehen. Ihr opfert euch für solche Kleinigkeiten. Sie hat zum Beispiel ihr Leben für eine völlige Nichtigkeit weggeworfen. Ihr lasst euch von euren Gefühlen fesseln und handelt impulsiv, ohne an die Konsequenzen zu denken. Ihr opfert euer Leben, weil ihr glaubt, dass es einen Unterschied macht. Als würde jemand vom Himmel herabsteigen und eure guten Taten preisen. Immer weiter. Du hast es fast geschafft. Erinnerst du dich an diesen Ort? Was ist hier geschehen? Du hast Krüger gefunden, den Entwickler von Projekt Corvus. Es war an der Zeit, das Portal zu öffnen. Und Krüger machte Ärger, wollte seiner Aufgabe nicht nachgehen. Aber er nutzte ein DNI wie du. Es gab Wege, ihn zu überzeugen. Ich konnte er werden. Ich konnte das nicht zulassen. Ich sagte Hendrix, er sollte aufhören, sonst würde ich dafür sorgen. Du wolltest unbedingt, dass er das Portal öffnete. Du warst überzeugt, ich könnte nicht auf meinen Freund feuern. Aber das tat ich doch. Wir feuerten aufeinander. Ich verblutete auf dem Boden. Mit Hendrix. Wir stoppten dich. Aber jetzt wirst du als Erster schießen. Ändere die Erinnerung. Warte nicht auf ihn, sondern töte ihn sofort. Verändere dein Schicksal. Lass ihn gewinnen. Alles wird wieder gut. Gut. Jetzt opfere dich selbst. Öffne das Portal. Tu, Moment, was er sagt. Was? Lass ihn denken, dass er gewonnen hat. Was ist das für ein Ort? Biete dich ihm an. Was machst du hier? Wo sind wir? Was zur Hölle ist hier los? Ich kann dich nicht hören. Was sagst du? Warum kann ich dich nicht hören? Menschen haben an diesem Ort keine Stimme. Und wir könnten sie. Aber rein zufällig ist das nicht Hendrix. Nur eine Reflexion deines Bewusstseins. So stellt sich unser Reich für Sterbliche dar. Wie ist das möglich? Was hast du getan? Deimos? Was passiert hier? Frag doch deinen Freund. Vielleicht kann Hendrix alles erklären. Er will nicht sprechen. Er kann nicht sprechen. Natürlich nicht. Natürlich können Sterbliche nicht sprechen. Die Stimme ist bedeutungslos und unwichtig. Warum
sollten wir ihre Bedürfnisse erfüllen, wenn sie nicht mal hier sein sollten? Wo ist hier? So läuft das also. Jetzt spielst du die Dumme. Hast du eine Ahnung, was du getan hast? Wo ist Krüger? Du warst das. Du hast das verursacht. Antworte mir. Was hast du getan? Noch mehr Sterblichkeit ohne Stimme. Ich kann nichts mit dir anfangen. Ich sollte nicht hier sein. Das war nicht der Plan. Ich wollte das Portal öffnen, nicht hindurchgehen. Und du kannst nicht sprechen. Du bewegst deinen Mund wie ein Kind, aber du kannst nicht sprechen. Ich bin Demos. Halbgott von Angst und Schrecken. Und du wirst nicht sprechen. Sieh ihn dir an. Zauber mich wegen seiner Lage, in seinen Versuchen gehört zu werden. Aber es ist seltsam. Wie kannst du sprechen? Du bist sterblich. Zumindest hast du mich das glauben lassen. Demos, ich weiß nicht, was du glaubst, was hier vor sich geht. Genug. Mit der Zeit wird es sicher klar werden, aber jetzt... Wer ist da? Wo bin ich? Jetzt! Das ist dein neues Haar, mein Kind. Dies ist das Malum. Ich erkenne deine Stimme. Du hast schon zu mir gesprochen. Ich bin der Grund, dass du noch lebst. Ich war von Anfang an bei dir. War immer an deiner Seite. Und jetzt wirst du meinen Bruder für mich töten. Oh ja, es gilt, so viel Arbeit zu erledigen. So viel Spaß zu haben. Spaß zu haben? Wer bist du? Ich bin du. Wie kannst du noch leben? Halbgöttin der Täuschung. Du stirbst einfach nicht. Und wie oft soll ich dich in den Tod führen, wenn du unbeschadet wieder entkommst? Diese arme, brabbelnde, stumme Seele hat nichts getan. Aber er weiß, wann es Zeit ist, einfach zu sterben. Aber wie hast du mich zurückgeschickt? Warum konnte ich dich nicht spielen wie eine Puppe, wie die anderen? Du bist sterblich. Sie mag sterblich sein, mein guter Bruder. Aber sie hat Hilfe von ihrer Freundin. Nein. Nein. Du. Das kann nicht sein. Was hast du getan? Ich habe deine kleine Herrschaft des Schreckens beendet. Die Zeit der Toten ist vorbei. Nein! 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 Aber Demos, ich dachte, du freust dich. Ich hab dich nach Hause gebracht, wo du hingehörst. Ich muss verwirrt sein. Ich dachte, das wäre dein Wunsch. Ich müsste über die Menschheit herrschen. Oder sie vernichten. Die Menschheit wird sich selbst vernichten. Dazu braucht sie deine Hilfe nicht. Schwester, du hast einen großen Fehler gemacht. Taylor? Was tust du denn hier? Warum bist du hier? Das ist eine Illusion. Für dich erschaffen. Ein Gefährte für dich. Folge ihm. Wohin führt er mich? Zu einem von Demos Herzen. Um ihn zu vernichten, musst du erst seine Herzen vernichten. Demos? Dolos? Taylor? Ist hier jemand? Dolos. Ich erkenne diese Gebäude. Warum ist dieser Ort so fremd?
Und doch so vertraut. Das Malum ist ein Reich außerhalb des Raumzeitgewebes. Es stellt sich als Reflexion des Individuums dar. Dies ist dein Malum. Folge Taylor. Er führt dich zum Herzen. Diese kalte Welt ist verdammt und beherrscht von Tod. Sie hat die Gastfreundschaft des Universums überschritten. Vater wird nicht erfreut sein. Vermutlich gibt es keine bessere Zeit als jetzt. Glaubst du, dass ich das zulasse? Natürlich. Du warst nie besonders gut in irgendwas. Du bist geschaffen zu knien, nicht zu herrschen. Wie sagen die Menschen es? Immer die Brautjungfer, niemals die Braut? Ich vernichte dich! Ich bin mit meinem Bruder auf die Erde gekommen, verborgen im Schatten. Deimos hatte keine Ahnung, aber er ist eine simple Kreatur. Er trachtet nach Rache, Macht, Gewalt. Er wollte eine Untotenarmee, nur um mich zu töten. Wie fade. Und ich habe ihn denken lassen, er hätte gewonnen. Also lehnte ich mich zurück, während er die Erde verschlang.
Erkennst du die Zwecklosigkeit deiner Handlung? Ein Mensch kann keinen Gott töten. Aber sie ist kein gewöhnlicher Mensch. Wohin sie auch geht, ich folge ihr. Ich bin in ihrem Kopf, ein Teil von ihr. Wie konntest du wissen, was ich plane? Weil es mein Plan war. Ich beobachtete sie bei Coalescence, rettete sie in den Aquiferen, leitete sie durch den Kampf. Du hast mir die ganze Zeit in die Hände gespielt. Zu schade, dass sie nicht sehen wird, wie ich dich töte. Dolos, du warst Cain? Du warst die ganze Zeit bei mir. Ich bin nicht mein Bruder. Ich mache Menschen nicht zu Marionetten. So beeinflussbar. Warum kontrollieren, wenn sie selbst denken können? Geh, zerstöre das Herz. Ich werde dich zerquetschen. Und aus ihren Fingern reißen. Taylor hat uns ganz leicht gefunden. Der Doktor musste nur die Erschütterung verursachen. Deimos dachte, er hätte Salim manipuliert. Ich hatte Spaß, meinen Bruder beim Spiel zuzusehen. Aber es wurde fad. Es war Zeit, nach Hause zu gehen. Er hat die Menschheit vernichtet. Oh, ganz ruhig. Die Menschheit erholt sich wieder. Ohne Deimos wird Bischofs Heilmittel wirken. Die Menschheit wird wieder ihr langweiliges Selbst. Zerbrich dir nicht deinen kleinen Kopf. Nun ja, selbst wenn du Deimos tötest, kannst du nicht zurückkehren.
Das Portal zur Erde ist versiegelt. Du bist hier gefangen. Ich hoffe, das ist nicht ungenehm. Wenn ich verdammt werde für den Tod dieses Pissers, dann sei es so. Oh, ich denke, das hier ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Amos hat getan, was ich gehofft hatte. Ich wusste, wenn er die Menschheit zu seiner Armee macht, könnte ich ihn nach Hause holen. Aber um das Tor zu öffnen, brauchte er ein menschliches Opfer. Wie auch die Testsubjekte geopfert wurden, um das Portal bei Coalescence zu öffnen. Ein Blutopfer. Dich. Weißt du, er hat durchaus recht. Du bist stark. Stärker als alle Menschen, die ich jemals gesehen habe. Du zwingst dich dazu, die Last der gesamten Welt zu tragen. Du brauchst das. Es motiviert dich. Dich treibt der Wunsch an, besser zu sein. Besser, als du einst warst. Was wäre menschlicher als das? Nach etwas Besserem streben. Besser zu sein. Ich werde das nicht zulassen. Wir sind noch nicht fertig. Sie hat deine Herzen verbrannt. Du bist bereits geschwächt. Sobald sie deine Seele vernichtet hat, ist es zu Ende. Welche Wahl bleibt dir, Deimos? Du hast diese Welt selbst erschaffen. Ich werde nicht besiegt. Ich werde nicht scheitern. Ich kann nicht scheitern. Warum kannst du nicht einfach sterben? Das ist deine Chance. Zeig uns, was eine Sterbliche tun kann. Tu es! Töte ihn! Nein! Ich bin Deimos! Halbgott von Angst und Schrecken! Ach ja? Dann ist hier dein ganz persönlicher Albtraum. Warte. Das ist Zürich. Du sagtest, ich könnte nicht mehr zurück zur Erde. Im Moment haben wir größere Probleme. Warum? Für den Tod deines Bruders? Erbe des Throns von Malum? Wir haben dieses Universum in Anarchie gestürzt. Halbgötter, Sirenen, Titanen und Gottheiten werden in den Krieg ziehen. Sollen sie nur kommen. Das klingt wirklich gut. Also, wie lautet der Plan? Partnerin. Wir bringen jeden einzelnen dieser Pisser um.